Gärtner präsentiert Ihnen exklusiv bei Premiere Boxen live. Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night. Why mortal hand or eye dare frame thy people's symmetry? Aus der Stadionsporthalle in Hannover. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einem weiteren Box-WM-Abend hier bei Premiere. Ich denke, unser Angebot an Sie, das kann sich heute absolut sehen lassen. Und wir haben das Ganze natürlich einmal für Sie grafisch aufbereitet. Als erstes folgt gleich etwa 22.15 Uhr der WM-Vorbereitungskampf zwischen dem Berliner Ex-Weltmeister Graziano Rocky Rocchigiani und dem Italiener Pietro Bellisaro. Ein Kampf im Halbschwergewicht, angesetzt über 10 Runden. Und ebenfalls im Halbschwergewicht folgt dann etwa um 23 Uhr, abhängig natürlich vom Kampfausgang und der Schnelligkeit des Rocchigiani-Kampfes, die Weltmeisterschaft zwischen dem Titelverteidiger aus Hamburg, Darius Tiger Michalschewski, und seinem Herausforderer aus Tschetschenien, Asludin Umarov. Das Ganze natürlich hochinteressant, Sie haben es vielleicht in diversen Zeitungen gelesen. Auch ein indirektes Duell steht heute an, nämlich zwischen Rocchigiani und Michalschewski. Vielleicht winkt ja im Spätsommer ein großer WM-Kampf zwischen Michalschewski und Rocchigiani. Promoter Klaus-Peter Kohl hat versprochen, nach der Weltmeisterschaft hier im Ring live das Ganze bekannt zu geben. Also bleiben Sie dran. Ich denke, spannende Neuigkeiten, die da auf uns warten. Und wir haben natürlich heute auch, wie oft wir das bei uns kennen, bei Weltmeisterschaften, einen Weltmeister aufzubieten am Mikrofon. Ralf Rocchigiani, der vor 3 Wochen seinen Fußballgewichtstitel erfolgreich verteidigt hat. Und Sie hören es, die Stimmung hier in der Halle, die kocht. Matthias Preuß ist heute mit am Ring dabei. Die beiden werden kommentieren und zu einer ersten Einschätzung gebe ich runter zum Ring. Hallo, Ralf Rocchigiani und ich heißen Sie hier herzlich willkommen zu 2 Kämpfen, die für die deutschen Boxer von ganz besonderer Wichtigkeit sind. Ja, sicher, Darius boxt heute, verteidigt heute seinen Titel. Da ist jeder Kampf sehr wichtig. Graziano muss heute überzeugend gewinnen hier in Hannover, um seine Karriere fortsetzen zu können. Du warst ja die letzten paar Tage hier in Hannover und hast vor allen Dingen auch den Umarov, den Gegner von Darius Michalschewski, beobachtet. Wie stark ist er eigentlich einzuschätzen? Ja, vom rein optischen her sieht er sehr stark aus, bärenstark, war topfit austrainiert und ist bekannt für seine Schlagstärke. Also da können wir uns auf einen spannenden Kampf hier fast machen. Und wir schalten jetzt, wie Sie es gewohnt sind, in die Kabinen der beiden Hauptkämpfer. Und hier ist der Weltmeister Darius Michalschewski. Er hat ja eine 6-monatige Pause eingelegt. Ist das ein Nachteil oder tut so eine Pause auch mal ganz gut? Ich denke mal, die Pause hat ihm sehr gut getan. Er hat vorher ja 4 Kämpfe gemacht, das ist eine ganze Menge als Weltmeister. Und die Pause hat ihm sicherlich gut getan. Michalschewski war heute Morgen recht optimistisch, aber er hat auch viel Respekt vor seinem Gegner. Umarov hatte immerhin 15 Kämpfe gewonnen, alle durch K.O. Und jetzt gehen wir noch in die Kabine des Herausforderers. Hier ist er, Asludin Umarov. Ein Kraftpaket, wie Sie sehen. Er macht sich noch locker, erst 23 Jahre alt. Er hat eisenhart auf diesen Kampf trainiert. Er sagt, ich kann, wenn es sein muss, sogar 30 Runden gehen. Das muss er nicht, der WM-Kampf, Sie wissen es, ist auf 12 Runden angesetzt. So, das war es erstmal aus den Kabinen der Boxer. Ich gebe jetzt zurück zu Bernd Bönte. Bis gleich. Dankeschön. Und ich freue mich, liebe Zuschauer, Ihnen nun einen Gast präsentieren zu dürfen, der eigentlich keiner weiteren Vorstellung bedarf. Denn laut Umfragen kennen ihn 98% aller Deutschen. Das ist wirklich ein dickes Ding. Willkommen bei uns, Heino. Herzlichen Dank, guten Abend.
freue mich, dass Sie da sind. 98%, ich denke, da ist man auch ganz schön stolz drauf, oder? Ich bin sehr stolz drauf, ja. Aber was die wenigsten von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, das ist das. Heino ist ein riesen Boxfan. Wir haben uns in Las Vegas kennengelernt im August letzten Jahres, als Tyson sein Comeback gegeben hat. Und das war nicht der erste Kampf, den Sie in Las Vegas gesehen haben. Nein, es war der dritte oder vierte Kampf. Den ersten habe ich 1990 gesehen, Hearns gegen Hill. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren Boxfan. Ich habe früher die ganzen Boxer verfolgt, von Max Schmeling über Heinz Hennhoff, Heinz Neuhaus, Bubi Scholz, Butje Wohlers, Bubi. Und das war natürlich für mich immer ein hervorragendes Ereignis. Neben dem Fußball hat für mich das Boxen immer eine große Stellung gehabt. Also wie Sie sehen, liebe Zuschauer, einer der wenigen Prominenten, der nicht erst jetzt beim Boxboom in Deutschland auf dieses Boot aufgesprungen ist. Was halten Sie denn von den beiden Hauptkämpfern heute Abend, von Michael Szewski und Graziano Rocchigiani? Also Rocky kennt man ja durch den Maskekampf, wo er zweimal sehr gut geboxt hat. Das erste Mal hat mir natürlich, war er ein bisschen stärker gewesen. Und Michal Szewski ist für mich ein sehr guter Mann und ein technisch hervorragender Mann. Er ist noch jung und ich würde sagen, er ist einer der Besten, die ich auch bisher gesehen habe. Also er ist noch jung und hat, glaube ich, eine große Zukunft. Und wenn es zu diesem Duell kommt, ich hatte es vorhin angesprochen, zwischen Rocchigiani und Michal Szewski, wen würden Sie favorisieren? Für wen schlägt Ihr Herz? Ja, ich möchte erstmal einen guten Kampf sehen und dann schlägt mein Herz natürlich für den Darius Michal Szewski, weil er halt eben jünger ist. Aber im Boxen ist ja alles möglich, aber auch der Rocky ist ein guter Boxer. Abschließend will ich Sie natürlich nicht gehen lassen, ohne noch zu fragen, wie geht es beruflich weiter? Steht eine neue CD oder eine neue Tournee auf dem Programm? Ich bin gerade dabei, eine neue CD zu produzieren. Die kommt irgendwann im Juli, August auf den Markt. Und die ist jetzt momentan in Vorbereitung. So bin ich fast jeden Tag im Studio. Wunderbar. Ich bedanke mich, dass Sie kurz vor dem Kampf hier noch bei uns waren. Und liebe Zuschauer, ich darf Sie schon mal auf ein ganz besonderes Schmankerl hinweisen. Heino wird nachher vor dem WM-Kampf die Nationalhymne singen, die Deutsche nämlich. Und apropos Schmankerl, der Kinosommer hier bei Premiere, der wird ganz heiß. Ein Sommerloch, das gibt's bei uns ganz bestimmt nicht. Showtime. Sommerloch, nein danke. Premiere hat die heißesten Kinohits für die schönste Jahreszeit. Freuen Sie sich auf den großen Premiere-Sommer voller Non-Stop-Action. Leon, was ist eigentlich dein Beruf, hm? Der Einzelkämpfer im Nervenkrieg. Luc Bessons, Leon, der Profi. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Jean-Claude Van Damme auf Höllentrip in die Zukunft. Time Cop. Was ist da draußen? De Niro als Retortenmonster in Mary Shelleys Frankenstein. Das war noch längst nicht alles, Leute. Oliver Stone präsentiert Ihnen die Rechnung. Natural Born Killers. Ich bin kein Mensch mehr seit 200 Jahren. Traumtypen als Blutdurstlöscher. Tom Cruise und Brad Pitt. Beim Interview mit einem Vampir. John Travolta und sein Kult-Comeback. Pulp Fiction. Premiere gibt Ihnen zum Abschalten keine Chance. Nervenkitzel, Action und Kinofeeling. Mit Vollgas in den exklusiven Kinosommer bei Premiere. So, neben diesem Actionpaket, da steht im Sommer auch eine große Boxweltmeisterschaft auf unserem Programmangebot. Promoter Klaus-Peter Kohl hat Graziano Rocchigiani einen WM-Kampf versprochen. Das heutige Duell gegen den ehemaligen italienischen Meister Pellizzaro ist ein Vorbereitungskampf für diese WM. Entweder gegen den WBA-Champion Virgil Hill oder den WBO-Weltmeister Darius Michal Szewski. Die entscheidende Frage vor dem heutigen Kampf aber lautet, wie hat Rocky die beiden Niederlagen gegen Henry Maske verdaut? Auch ein wichtiger Aspekt bei unserem Besuch in Rockys neuen Berliner Gym. Mein Lieblingsfoto ist ja dieses Bild hier, wo Maske sagt, ich habe Rocky jederzeit kontrolliert und war natürlich ein Eigentor. Wenn ich davon ausgehe, dass ich von den drei Niederlagen, die ich habe, insgesamt eigentlich zweimal gewonnen habe, einmal gegen Eubank und einmal gegen Maske, da sehe ich eigentlich, dass ich es noch drauf habe und normalerweise hätte ich schon dreimal den Gürtel geholt und deswegen bin ich noch nicht so weit, dass ich sage, jetzt höre ich auf, denn ich glaube schon, dass ich noch die Chance habe, einen Gürtel zu holen.
Berlin, Stadtteil Neukölln. Das neue Gym von Graziano Rocchigiani. Hier hat er sich nach seinen ganz persönlichen Bedürfnissen eingerichtet und die ganze Etage renoviert. Nach dem Ende seiner eigenen Profikarriere will er hier als Trainer den Profi-Nachwuchs betreuen. Der Hausherr persönlich führt uns herum. Ja, also hier sehen Sie den Ring. Der ist extra angefertigt worden vom Dorfschmied und ist, glaube ich, einzigartig. Normalerweise hat man hier, also hier immer so eine Art Muttern, die man dann drehen muss, um die Seile zu lockern oder zu stabilisieren. Und dafür sind die Räder da. Also da braucht man einfach nur drehen, entweder um sie locker zu machen oder um festzumachen. Und das ist schon eine ganz gute Sache. Das ist nicht so anstrengend und sieht auch ganz gut aus, finde ich. Dann die Kabinen und die Duschen und die Toiletten. So sah es überall aus. Kann man sich ja vorstellen, wie die Häuser waren. Hier habe ich Bilder angehangen. Habe leider zum meisten Teil nur Bilder von mir selber. Aber ich versuche natürlich an schöne Kampffotos von anderen Boxern heranzukommen, bloß dauert seine Zeit und so lange habe ich eben nur Bilder von mir hier aufgehangen. Das war's. Ich werde jetzt einen Aufbaukampf machen, wenn man das so sagen kann, gegen Italiener, Pezzalozzi oder Pellizzaro oder irgendwie. Der ist italienischer Meister im Supermittelgewicht. Den werde ich am 6. April boxen in Hannover. Live auf Premiere. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich, wie mir Herr Kohl versprochen hat, gegen Virgil Hill oder gegen Darius Michalczewski boxen. Natürlich weiß ich, dass der Virgil Hill sowieso nicht zu kriegen ist. Also hätte er mir gleich sagen können, dass ich gegen Darius boxe. Und das soll Ende Juli, Anfang August stattfinden. Gegen Michalczewski sehe ich meine Chancen sehr gut. Obwohl ich natürlich weiß, dass ich, wenn es über der Runde geht, genauso wenig Chancen habe wie bei Eubank oder Maske, weil eben der Veranstalter auf der Seite von Herrn Michalczewski sein wird. Und deshalb sehe ich wieder nur eine Chance, so einen Kampf zu gewinnen, indem ich ihn weghaue. Ich meine, der Michalczewski, der, da sagen sie immer alle, der hat einen Punch und der haut sie alle weg. Der hat von seinen 28 Kämpfen oder 29, hat er 27 Pflaumen geboxt. Zwei einigermaßen gute, über die muss er auch über der Runde gehen. Und von daher sehe ich da nicht das Problem, dass ich zu wenig Punch habe. Und wir werden jetzt sehen, wenn wir gegeneinander boxen und dann werden sich wahrscheinlich wieder einige entschuldigen müssen. Und falls es Graziano nicht packen sollte, arbeitet Ehefrau Christine vorsichtshalber schon mal an ihrer neuen Karriere. Ich denke, liebe Zuschauer, Sie werden mir recht geben. Starke Aussagen von Graziano Rocchigiani, so kennt man ihn. Der Mann ist wirklich klasse, nimmt kein Blatt vor dem Mund. Und Rockys Ehefrau Christine, die werden wir sicherlich auch gleich wieder mit lautstarker Unterstützung am Ring erleben. Die beiden Kontrahenten stehen zum Walk-in bereit. Graziano Rocchigiani gegen Pietro Pellizzaro. Ihre Kommentatoren sind Matthias Preuß und Ralf Rocchigiani. Thank you.
italienische Meister im Super Mittelgewicht. 14 Siege, 7 Niederlagen, 5-mal gewann er durch K.O. Und nun warten wir auf Graziano Rocchigiani. Berlin, Graziano Rocchigiani. Der Kampfrekord des Ex-Weltmeisters im Supermittelgewicht nach IBF-Version. 37 Siege, 3 Niederlagen, 2-mal gegen Maske, 1-mal gegen Chris Eubank und ein Unentschieden gegen den Franzosen Frédéric Seillet. 19-mal gewann Rocky durch K.O. Und nun die Vorstellung der Boxer durch Gerhard Müller. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde. Im Namen von Universum Box Promotion, Klaus-Peter Kohl Hamburg, der JAG Sportmarketing Andreas Grajewski und Premiere, darf ich Sie recht herzlich hier in Hannover willkommen heißen. Der erste Kampf im Halbschwergewicht über 10 Runden. Ich darf Ihnen die Boxer vorstellen. Die blaue Ecke, 79,4 Kilogramm schwer. Geboren am 17.10.1963. 21 Kämpfe, 14 Siege, davon 5 durch K.O. Er ist Nummer 13 der Europarangliste und italienischer Meister. Aus Italien, Pietro Pellizzaro. Die rote Ecke, 79,4 Kilogramm schwer, am 29.12.1963 geboren. 41 Kämpfe, 37 Siege, davon 19 durch K.O. und 1 unentschieden. Ein Mann, der Boxgeschichte geschrieben hat und der es noch einmal wissen will. Ex-Weltmeister im Supermittelgewicht, aus Berlin, Graziano Rocchigiani. Ringrichter dieses Kampfes, Heinrich Niemann. Genetischer Beifall für Graziano Rocchigiani. Und hier der direkte Vergleich. Beide sind 32 Jahre alt. Graziano Rocchigiani ist 12 cm größer, hat eine 2 cm längere Reichweite. Vom Gewicht her nehmen sich beide nicht viel. Beide wiegen 79,4 Kilogramm. Ringrichter ist Heinrich Mümert. Graziano hat ja keinen Trainer momentan, ich denke nicht gerade im Vorteil, nachdem er sich von Wolfgang Wilke getrennt hat. Ja, das ist richtig, er hat im Augenblick nur einen Konditionstrainer und es ist eben nicht so einfach, einen passenden Mann zu finden für sich. Aber wie ich gehört habe, reist er nächste Woche in die USA und er will ja künftig mit Emmanuel Stewart, einem der besten Trainer der Welt, zusammenarbeiten. Das ist richtig.
Pellizzaro macht nicht gerade einen austrainierten Eindruck. Ja, ist mir beim Wiegen gestern schon aufgefallen, dass er ein bisschen Speck um die Hüften hat. Aber so eine Tatsache haben nicht immer unbedingt was zu sagen beim Boxen. George Foreman war ja auch nicht der schlankste immer. Ja, kann man so sagen. Immer wieder auffallen die geschlossene, dichte Deckung von Graziano Rocchigiani, aber die kostet auch Kraft. Die kostet Kraft, wenn der Gegner viel schlägt und man ihn halten muss, dann ist es natürlich anstrengend. Aber bis jetzt macht der Italiener hier nicht allzu viel in dem Kampf. Alles noch ein bisschen Vorgeplänkel hier. Beide haben ihre Karten noch nicht aufgedeckt. Aber Pellizzaro hat Respekt, das sieht man. Hat sich schon ein paar harte Schläge hier in der ersten Runde eingefangen. Gerade die Aufwärtshaken von Graziano und die tun schon weh. Das Publikum feuert Graziano noch einmal an für den Endspurt. Iron Mike Tyson, der beste Knockouter aller Zeiten. Er boxt nur bei Premiere, live und exklusiv. Mike Tyson hat es geschafft. Er ist wieder Weltmeister im Schwergewicht. Alle seine Fights seit seinem Comeback nur bei Premiere. Der Boxsommer bei Premiere wird heiß. Am 7. Juni kämpft der legendäre Julio Cesar Chavez. Sein Gegner, The Golden Boy, Oscar De La Hoya. Das Boxidol gegen den Newcomer. Die größten Boxweltmeister live bei Premiere. Also wieder zwei Highlights im Boxen bei Premiere. Mike Tyson, er soll am 13. Ecco. Visto? È andata meravigliosa, è riuscito bene. Sono nel stagione, quindi dovrebbe esserci un tavolino da questa parte. Ancora un passo. Ecco. Lo sapevo. Il mio studio deve essere di là. Qui sopra c'è l'arte e dunque... Saranno circa uno, due, tre. La prima. Quattro passi. Giarro, non ti fermare, li vai. Vorrei mettermi seduto. Se vicino si può vedere il controllo.
10 bis heute. Come fai? Senza il calore del sole. Jared, mica ha tolto il vetro dal tuo orologio. Potrai sapere l'ora toccando le lancette. Ricordami di ringraziare. Vado a prepararti la cosa. Le 9:10. Sì, già. Che giorno è? Da quanto tempo? Da 3 giorni. 9:10 giorni. Ormai in pensione. Come vivere con la faccia sconosciuta per la tua. Se hai da fare ora vai, non ti preoccupare. Chi è? Mamma. Odra. Sono Charlie. Charlie. Già. Sharon, cosa fai per me? Sono corsa immediatamente appena ho saputo quello che ti è successo, già. Grazie, ma avrei voluto che tu non lo sapessi. Perché hai già avuto la chiave. Non c'è niente di più che per me. Ti ho portato la cena. Non era accorto. Graziano Gianni. Er ist immerhin dreifacher Weltmeister bei den Kickboxern. Und was ganz wichtig ist, durch spezielle Übungen hat er die Rückenprobleme von Graziano Rocchigiani, die ihn ja beim Kampf, im zweiten Kampf gegen Henry Maske behindert haben, beseitigt. Der Kampf bis jetzt übrigens absolut fair. Nicht viel Arbeit für Heinrich Mürmert. Von Pellizzaro. Kann passieren. Sollte nicht. Ende der dritten Runde.
Ja, Graziano boxt hier eigentlich sehr gut. Er ist schön raus aus dem Mann, hält ihn auf Distanz, geht immer wieder zum Körper, bringt die linke gerade in die Mitte. Einzige, was er vielleicht noch kurz anders machen könnte, dass er eben ein bisschen mehr schlägt. Aber ansonsten macht er so ziemlich alles richtig bis jetzt. So, und hier zum ersten Mal die Schlagstatistik. Graziano Gianni hat 138 Schläge abgefeuert. 57 Treffer, macht eine Quote von 41%. Pietro Pellizzaro 102 Schläge, 23 Treffer, 22%. Und für die Schlagstatistik zuständig heute ist bei uns Axel Zielke und Helmut Wasendaum. Der Rocky beschäftigt Pellizzaro jetzt mit kurzen Jabs. Ja, und hier Christine, Frau Rocky Gianni, wie immer engagiert bei der Sache. Er soll boxen, Graziano, ihr Ratschlag. Das ist richtig, er hat Größenvorteile, Reichweitenvorteile. Er braucht nicht in den Infight oder in die Halbdistanz, er kann aus der Langdistanz boxen. Ja, da war ein kleiner Wirkungstreffer. Laut Pellizzaro, er atmet jetzt schon tief durch, bringt etwas nach Luft. Wieder eine Kombination vom Kopf des italienischen Meisters. Der ja schon mit einigen klasse Leuten im Ring stand. Meio Bea, Andrea Maggi. Beide Kämpfe verlor er allerdings. Graziano hat auch sehr schön locker auf dem Bein, geht viel raus aus dem Mann, vermeidet dadurch unheimlich viele Schläge vom Italiener. Bisher alle Runden klar an Graziano Rocky Gianni. Unser Nummer 1 mit dem Namen Saskia Brosch ist mit Tränen und Fünfte des Germany. Und die schöne Wechsel. Jetzt kommt sie mal richtig, ich kann das nochmal nicht ab. Oder im Gegner. Mhm. Mama ist alles wieder raus. Von der Zeitlupe, rechts, links, rechts, Richtung Kopf von Pietro Pellizzaro. Hier sieht man, dass Pellizzaro bei vielen Aktionen lediglich versucht, das Schlimmste zu vermeiden. Thank you.
Aber eins muss man sagen, Pellizzaro kann einiges wegstecken. Ja, er nimmt alles bis jetzt, ohne mit der Wimper zu zucken. Müssen wir abwarten. Konditionell scheint er auch in Form zu sein. Aber ihm fehlen einfach die boxerischen Mittel, um Graziano hier irgendwie in Gefahr zu bringen oder zu stellen. Graziano schön locker, schnell auf dem Bein, ist immer weg. Aber als Aufbaugegner denke ich ein idealer Mann. Entschuldigt sich brav. So ein Aufwärtshaken kennen wir wieder ganz gut. Ja, da war er, hat dich gehört. Wie ist es eigentlich so, wenn man den Kampf seines eigenen Bruders kommentiert? Ja, ein bisschen komisch schon, muss mich ja schon öfter mal beherrschen, wenn ich loszuschreien. Aber wenn der Bruder so klar in Führung liegt, dann kann man es aushalten. Verrede und den Kopf haken, das wird wunderbar. Das musst du öfter probieren. Ja, jetzt geht zum Schluss die zwei Aufwärtshaken zum Kopf. Sind natürlich optimal beim kleinen Mann. Vielleicht können wir es jetzt sehen. Ja, hier sieht man schön voll drin. Ist natürlich eine gute Waffe. So, und hier deine Punktewertung. Ja, bis jetzt alle Runden für Graziano. Jeweils 10-9. Klare Sache bis jetzt. Ring bei Runde 6. Hier bei der Aufwärtshaken. So. Die erste Hälfte des Kampfes, der auf 10 Runden angesetzt ist. Ist der rum? Natürlich erhoffen sich hier die Hannoveraner schon noch ein vorzeitiges Ende. Ja, ist richtig, aber bis jetzt sieht der Mann immer noch sehr frisch aus. Und er hat bis jetzt eigentlich alles ziemlich locker weggesteckt. Und wieder ein Tiefschlag. Wird bestimmt schwer hier vorzeitig den Kampf zu beenden. Hat ja auch kaum Blessuren im Gesicht, obwohl er einiges schon einstecken musste. Destro, Pietro. Eccolo. Via.
Wieder eine Mahnung. Ja, aber von hier aus sah es nicht nach dem Tiefschlag aus, war hart an der Grenze. Ja, die Runde war ein bisschen ruhiger im Ganzen. Hat Ciano diese Runde nicht so viel geschlagen. Der Italiener hat versucht, ein bisschen mehr zu kommen. Aber wie man gesehen hat, er ist einfach zu langsam auch für Graziano die Schläge. Graziano sieht sie alle und ist dann immer schon vorher weg. Noch einmal eine Aufnahme von unserer Deckenkamera. Naja, war nicht allzu viel zu sehen. Ja, ein Schlag, na ja, war ja geschoben vom Pelizzaro. Wie man jetzt auch sieht, die linke Hand kommt raus, Graziano taucht ab, ist weg. Und macht auch einen super Eindruck jetzt noch hier, nach der sechsten Runde, sieht noch 100% frisch aus. Die Aktionen von Pelizzaro werden jetzt zunehmend unsauberer. Hat natürlich auch was mit Kondition zu tun. Eine trockene rechte Richtung hin des Italieners. Das ist vielleicht einzige Mängel jetzt im Augenblick bei Graziano, dass er zu sehr aus dem Arm schlägt, nicht den Körper hier noch mit hineinnimmt. Und dadurch fehlt natürlich auch ein bisschen die Schlagkraft, die Wirkung. Ja, und Frau Christine, so ganz zufrieden scheint sie nicht zu sein. Herr Pelizzaro sieht dann gut aus, wenn Rocky in den Mann reingeht, ohne zu schlagen. Und das sollte man ja beim Box überhaupt nicht tun. Er steht am Mann und ist dann total inaktiv, macht überhaupt nichts, ist natürlich nicht so berauschend, da sollte er dann lieber sich vom Mann trennen und wieder aus der Distanz boxen, so wie jetzt. Jeder mit der Entscheidung von niemand nicht, aber außerdem, wenn man die Hose von Pelizzaro betrachtet, scheint er ja einige Sponsoren zu haben. Ja. Ist nicht so wenig, was er auf der Hose drauf hat. Sie sehen, die Halle hier ist ausverkauft. Hier
Joaquin. Hose frei, dass er atmen kann. Denk mit Jet bestimmen, im Grunde hast du auch hast einen normalen Lang hinein. Da musst du aufhören. Versuch mal wieder unter durchzurollen. Hast du vorher gut gemacht. Da kannst du schneller antworten. Okay, Eva. Nochmal einen Schluck. Fritz Dunig ist ebenfalls zufrieden mit der Leistung seines Schützlings. Graziano Reggiani, die neueste Schlagstatistik, 295 Schläge. Pietro Pellizzaro 247. Allerdings hat Graziano Reggiani 116 Treffer, der Italiener 67. Was natürlich auch in der Quote niederschlägt. Die achte Runde. Ja, in der letzten Runde hat er ein bisschen zu viel am Mann gestanden, hat sich dadurch unnötig ein paar Treffer einfangen müssen. Er sollte also vom Mann wegbleiben, mit einem langen Jab arbeiten. Dann hat er mit diesem Mann überhaupt keine Probleme. War Kopfstoß. Ja, aber unbeabsichtigt, Trainer, aber entschuldigt sich sofort. Und bis jetzt kann man sagen, sehr, sehr fairer Kampf hier von beiden. Ja, jetzt dreht der Italiener auf einmal auf. Ja, er liegt klar nach unten hin, er muss was machen. Fängt sich ja hier allein zwei schöne Konter von Graziano ein. Die vierte Ermahnung und dann wird er ihn sicherlich verwarnen. Und eine Verwarnung heißt ein Punktabzug, aber das spielt bei dem momentanen Punktstand dann auch keine Rolle mehr. Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn der Gegner mit dem Kopf so tief reingeht. Man darf zwar den Kopf dann nicht runterdrücken, aber wenn er hochkommt und dann Kopf an Kopf, kann natürlich böse Verletzungen gehen. Das ist genau die richtige Taktik, die Graziani jetzt wieder einschlägt. In dieser Runde hat er wieder wesentlich besser geboxt. Er hat es nicht nötig, hier am Mann zu sein und ein Risiko einzugehen. Publikum ist jetzt schon weniger begeistert. Ja, Publikum ist natürlich immer, die möchten natürlich am liebsten mal spektakuläre Kämpfe sehen, am besten durch K.O. Aber ich denke mal, dass das ein schöner Kampf hier ist von der Technik her und jeden kann man eben nicht K.O. schlagen. Wenn der reinfällt, ich erinnere mich noch an die ersten Kämpfe von Henry Maske, da haben sie auch alle geput und nach dem technischen Stil Beifall gezeugt. So ist halt. So, wollen wir mal abwarten, ob er Pellizzaro auch wirklich in den Schlag von Graziano reinfällt. Wie viel Zunack das prophezeit hat. Ja, der Aufwärtshaken, wenn er kommt, der Pellizzaro, so wie jetzt, ist
natürlich schon ein schönes Mittel jetzt für ihn. Aber auch mal einen Ellenbogen dabei von Pellizzaro. Harte Treffer von Kratze, aber die werden alle absorbiert. Ja, Pellizzaro ist ein guter Nehmer hier. Der ist ein bisschen sauer eben gewesen, hat zum Mummert geguckt. Oh Gott, sie haben jetzt ein bisschen unkonzentriert. Zum Kopf von Pellizzaro. Boxerische Leckerpissen hat die neunte Runde nicht gerade gebracht. Ja, Graziano hat hier sich teilweise zu sehr den Stil von Pellizzaro aufdrücken lassen und ist für mich ein bisschen unverständlich, weil er es nicht nötig, wenn er auf lockeren Füßen hier durch den Ring tänzelt und dabei boxt, kann ihm nichts mehr passieren. Und das sollte er jetzt in der letzten Runde auch noch mal zeigen. Hier haben wir mal einen rechter Wischer des Italieners. Naja, der war schon ein bisschen doller erwischt. Ja, nochmal deine Punktewertung und zum ersten Mal Runde 9 in Unentschieden. Macht aber insgesamt immer noch 90-82. Die letzte Runde. Ja, ist da mal gespannt sein, ob Rocky das Ding über die Runde schaukelt, ob er noch mal probiert, Gas zu geben und vielleicht zu einem vorzeitigen Sieg zu kommen. Sympathische Geste von Pellizzaro.
Ganze Kopf hoch. Jetzt war noch mal ein bisschen im Bedrängnis zum Schluss der letzten Runde. Der Pietro Pelizzaro war alles andere als sogenanntes Fallob. Er hat hier eine tapfere Leistung gebracht, bewundernswert, was er alles einstecken musste, was er genommen hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, wie man eben auch gesehen hat in der letzten Runde, Graziano arbeitet zu sehr aus der Arm, er muss mehr mit dem Bein rein und mit dem Körper rein. Und dann sind die Schläge wesentlich härter und wäre die Frage gewesen, ob Pelizzaro dann immer noch die 10 Runden stehen, die man stand hätte. Naja, klar. Aber mit Emmanuel Stewart als Trainer kommt vielleicht doch die Zeiten wieder. Hier nochmal eine gute Aktion von Pelizzaro. Die Schlussoffensive. Das sind natürlich Sachen, die immer schlecht aussehen, was Graziano hier jetzt macht. Ist ziemlich weit unten mit dem Oberkörper, dann hält er fest und ist immer sehr undankbar. Deine Punktewertung. 100 für Graziano Occhiani, 91 für Pietro Pelizzaro, dem italienischen Meister im Supermittelgewicht. Tja, wie geht's weiter mit Graziano? Alle Welt spricht ja von einem WM-Kampf, höchstwahrscheinlich gegen Darius Michalczewski. Aber dazu wird sich ja im Laufe dieser Veranstaltung auch noch Manager Klaus-Peter Kohl äußern. Vorausgesetzt natürlich, dass Darius Michalczewski seinen Kampf, der jetzt dann gleich ansteht, und hier der offizielle Richterspruch, gewinnen wird. Sieger nach Punkten aus Berlin, Graziano Occhiani. Keine Überraschung. Sieger nach Punkten heißt Graziano Occhiani. Das Publikum pfeift hier zwar in der Halle, für mich unverständlich, er hat klar den Kampf bestimmt, hat klar gewonnen. Die Zuschauer haben wahrscheinlich ein K.O. erwartet, aber man kann es ihm nicht allen recht machen. Er provoziert aber ein bisschen. Ja, und hier, das ist natürlich nicht gerade Boxexperten, denke ich mal. Hier noch einmal die Gesamtschlagstatistik. 388 Schläge von Occhiani, 362 von Pelizzaro, 149 Treffer von Graziano Occhiani, 105 beim Italiener. Macht eine Quote von 38 zu 29. Ja, und wir geben jetzt erstmal wieder ab zu Bernd Bönke. Ja, liebe Zuschauer, Sie hören es. Die Zuschauer hier in der Halle, die haben sich wahrscheinlich etwas anderes von diesem Kampf erwartet. Das Graziano Occhiani ist sicherlich schwer gefallen, aber glaube ich, eines ist ganz klar, das werden Sie zu Hause objektiv auch gesehen haben. Über den Sieger Graziano Occhiani, klar nach Punkten, gibt es überhaupt keinen Zweifel. Rockys nächster Kampf soll nun um die Weltmeisterschaft gehen. Gegner noch gesucht, aber eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit, ich hatte es schon angesprochen anfangs, ist ein Kampf zwischen WBO-Champion Michalczewski, den wir gleich sehen werden, und Rocky.
Ein Duell, da werden Sie mir sicherlich recht geben, das wir alle gerne sehen würden. Diesen Kampf könnten Sie live natürlich nur in der Halle oder bei Premiere miterleben. Ein noch größeres Event präsentieren wir Ihnen aber schon in 10 Tagen. Premiere holt den UEFA Cup. Jetzt geht's ums Ganze.